Leute, herzlich willkommen zurück hier bei Vegasys mit Fire Emblem Path of Radiance mit Sefi und Jutis. Ja. Und dem Mikro auf der Weltkarte mit der bedrohlichen Musik. In einem Tal, mitten in den Bergen, siehst du? Mahout. Oh ja. Fehler gefunden! Strike! Ist mir noch nie aufgefallen. No. By the way. In einem Tal, mitten in den Bergen von Mahout, treffen Ike und seine Gefährten erneut mit König Kenegis von Gaia zusammen. König Tiban von Phinikis nimmt ebenfalls an dem Treffen teil und bringt ihm beunruhigende Nachrichten. Seine Worte machen eines deutlich. Es ist keine Zeit mehr zu verlieren. Der entscheidende Kampf mit Ashnard steht bevor. König Kenegis stellt die Armee Streitkräfte zur Verfügung, bevor er in seine Heimat zurückkehrt. Und auch König Tiban stellt Soldaten bereit. Die Armee von Krimea besitzt nun die dreifache Stärke als zu Anfang, als sie Benyon verlassen hat. Trotzdem, die Truppen aus Darain, die in der Hauptstadt ihr Lager aufgeschlagen haben, sind stark, ausgeruht und haben eine vergleichbare Anzahl Soldaten. Hinzu kommt, dass die Straße, die sie zur letzten Schlacht führt, von zwei enormen Hindernissen blockiert wird. Festung Pinel und Schloss Nardos. Der Ausgang dieser beiden Proben wird den weiteren Verlauf des Kriegs bestimmen. Schön, ne? Wunderbar. Ja, aber über den Pferd kann ich nicht immer noch schief lachen. Wie heißt es denn jetzt richtig? Ba, ba, ba. Schloss Krimea, da schreiben sie wenigstens richtig. Das wäre auch arme, ne? Oh Mann. Hallo, wie geht es dir? Mir geht es gut. Verstehe ich das richtig? Krimea und Gaia haben ihre Kräfte gebündelt? Einen Augenblick. Achso, ja. Halbmenschen und Menschen kämpfen weiter an Seite. Wie süß. Autsch. Außerdem scheint der Vorfall mit der Prinzessin Daria noch mehr Phinikis in den Konflikt gezogen. Noch mehr Phinikia? Mit A! Oh, das habe ich nicht gesehen durch dieses Lied, durch das ich sprechen muss, um es authentisch darüber zu bringen. Weil Sefi ist so fett. Ich werde gezwungen. Oh, der König der Falken ist auch involviert. Wie? Out. Das bedeutet, dass die Stärke der Armee von Krimea der unseren gleichkommt und jeden Tag wächst. Natürlich stellt dieser jämmerliche zusammengewürfelte Haufen keine Herausforderung für unsere herausragenden Fähigkeiten dar. Werden die Dinge nicht immer interessanter? Aber ich bin immer noch nicht zufrieden. Teile deine Armee in zwei Bataillone auf und sende eines aus, die Armee von Krimea zu treffen. Und wer soll diese Bataillon befehligen? Bertram. Bertram? Macht es dir etwas aus? Nun, vielleicht sollte ich es dir dann überlassen und sehen, was passiert. Denkt ihr etwa, dass ich euch hintergehe? Ich glaube, dein Herz hat dies bereits in Betracht gezogen. Ihr beliebt zu scherzen, ich würde unsere Streitkräfte aufteilen und dafür sorgen, dass eine Einheit unter dem Kommando von Bertram auf die Armee von Krimea zugeht. Steht das eurem Hunger? Ich überlasse es also dir, mein guter Ritter. Noch etwas, Eure Majestät. Habt ihr in meiner Abwesenheit den Tod von Ena befohlen? Ena? Ena? Oh ja, sie! Das hatte ich ganz vergessen. Ich habe jegliches Interesse an ihr verloren, als sie nicht in der Lage war, die Hauptstadt von Darain zu halten. Ich habe keine Verwendung für Versager. Ja, jetzt erinnere ich mich. Ich habe General Petrine befohlen, sich um sie zu kümmern. Ha, noch ein Versager unter meinem Befehl. Ich habe Petrine gesagt, wenn ihr diese Aufgabe zu schwer ist, würde es reichen, Ena gefangen zu nehmen. Ich verstehe. Warum fragst du? General Petrines Männer haben berichtet, dass sie Ena gefangen genommen haben. Da die Generälin aber tot ist, wissen sie nicht, was sie mit ihr machen sollen. Das war eine von Petrines besseren Qualitäten. Sie hat immer alle Befehle ausgeführt. Und? Was hast du jetzt vor? Ich würde gerne eure Befehle erhalten. Wollt ihr sie nach wie vor tot sehen? Oder habt ihr eure Meinung geändert? Mach, was du willst. Es ist mir egal. Aber bring sie nicht hierher. Wenn dieses Etwas in der Nähe ist, wird Rajon immer ganz unruhig. Wie ihr wünscht. Sind wir fertig? Ich will meinen Kaffee trinken.
Ich will nicht mal mehr das sehen. Alle sind hier. Dann leg los, Soren. Also gut. Soren. Bitte seht euch diese Karte an. Sei froh, dass du das Sieb nicht aufhaben musst. Ey, das ist doch da stickig unter. Guck mal da durch. Vielleicht so. Ja, so kannst schon. Du gucken. Es wurde ja nur statt jämmerlich, dämmerlich, lämmerlich oder irgendwie sowas. Egal. Unsere Armeen befinden sich momentan hier im Bergen von Mahaut. Das heißt meine Haut. Whatever. Zwischen uns und der Hauptstadt hier befinden sich zwei große feindliche Außenposten. Die Festung Pinel und Schloss Nados. Da und da. Na schön, machst du das, Soren. Ja, ne? Sie verschwinden nur. Oh nein, das muss ich auch da. Meine wurden erbaut, um unser schönes Land zu bewachen. Aber nun sind sie von nahen unterjocht. Sie sind so gut versorgt, dass sie es ein Jahr aushalten können. Die Handbewegung dazu. Ja, das macht doch was. Leute, wenn wir eine Facecam hätten, ihr würdet euch beäumeln. Ich find's knuffig. Man kann natürlich über dahin seine schmutzigen Pläne sagen, was man will. Seine Art und die Gegebenheiten des Krieges umzugehen muss man bewundern. Jetzt macht mal halt lang, Juri. Warum lobt ihr unseren Feind? Ich sage nunmehr die Wahrheit, verehrte Sir. Die Wahrheit mag grausam sein, aber Lügen waren noch grausamer. Würdet ihr beiden endlich still sein? Bitte? Sowas. Pinel und Nados liegen nah beieinander. Ich bezweifle, dass sie damit rechnen, dass wir beide zeitgleich angreifen, aber... Da scheint mir Verschwendung unserer Stärke zu sein. Und wir wollen doch auch nicht von hinten angegriffen werden, während wir selbst einen Angriff starten. Wir können unsere Armee nicht aufteilen, aber wir können eine kleine Truppe losschicken, die die Basis der schwächsten Verteidigung angreift, um den Feind beschäftigt zu halten. Zur gleichen Zeit kann der Hauptteil der Truppen, die die andere Basis angreifen, und erobern. Verstehe. Wo befinden sich die meisten Soldaten? Bei der Festung Pinel. Also gut, dann wird der Hauptteil der Armee die Festung Pinel angreifen. Unterdessen werde ich mit meiner Armee und Einheiten aus Gaia zum Schloss Nados marschieren. Naja, wenn es nur seine Armee wäre, könnte auch hinfliegen. Ja. Wir werden angreifen und wenn der Gegner das Schloss verlässt, um uns anzugreifen, werden wir uns zurückziehen. Dann werden wir wieder an. Das wird sie beschäftigen. Das sollte uns die Zeit verschaffen, die wir brauchen. Wir werden uns am Ende des Tages um unsere Front kümmern. Also, lasst uns die Festung erobern. Abgemacht. Wir fliegen in den Kampf. Weil Tiban ist das sogar wortwörtlich. Ich würde gerne so berichten, im letzten Kampf gehen. Ich mag dich eigentlich, deswegen schreibe ich deinen Namen da rein. Ja, blablabla, ich hau mich jetzt ab. Gute Nacht. Ist ja schon spät, wir müssen ja ausgeruht sein. Ist hier irgendwas Spannendes los? Nein, alles wie immer. Wir sind auch schon fertig mit Supporten. Jetzt guckst du rein, ne? Man weiß ja nie, ob man noch ein Item kriegt. Ja, und einen Charakter. Den wir, ja, Leute, wir haben zwei Charaktere nicht gekriegt. Ich hoffe, das macht keine Umstände. Ende der Durchsage. Findet euch damit ab. Die hätten wir eh nicht benutzt. Nein. Und wieder Zeit gespart. Zeit, Nerven und Platz auf unserer Bank. Und Waffen, obwohl die... Hey, haben. Guck dir das mal an. Mensch, Zirk. Ja, das ist bald auf Maximum. Da sagen wir ja noch gar nichts gemaxt. Er ist ja jetzt erst auf 13. Jetzt hat er was gemaxt. Stimmt. Er hat endlich mal was an seiner Mitkriegen. Ey, seine Resistenz hat sich mittlerweile schon verdoppelt. Wow. Oder sie hat sich schon verachtbar. Ich glaube, am Anfang hatte er nur Resistenz. Ja, das kann auch nur... Oh, du bist ja auch schon so weit. Kann ich dir noch ein Level abgeben? Wer möchte noch einen Level up? Kann das noch einer kriegen? Nee, das reicht nicht. Ah, für dich reicht's noch. Kriegst du noch ein Level up? Ist ja auch gut. Ja. Wow. Das hätte ich mir auch nachstellen können. Da hätte ich mich mehr gefreut als über ein Zäpfchen. Oh Mann. Ja, der Running Gag muss weiterleben. Ja. Ah, das wollte... Nein, halt, stopp. Ach, du kannst das Silberschwert dafür. mein Kriegerschwert. Wo haben wir das denn her? Hat man mir zugesteckt. Nebukati bewahre ich mir noch auf. Das Langschwert könnten wir auch noch brauchen. Ich glaube, ich lasse den und das und nicht den nochmal. Nur das und dieses. Kommst du mit zum ganzen Waffenarsenal? So, ich bin einsatzbereit. Kann mich zwar nicht bewegen, aber ich bin einsatzbereit. Nehme ich jetzt den Panzerspeer? Ach was, ich nehme
Platz. Oh, so hat man so viel Platz. Mal sehen, was haben wir hier denn noch? Ein Hammer. Sehr gut. Oder nehme ich die Stabaxt? Ach, ich nehme den Hammer. War besser beides. Man kann nie genug haben. So, das brauchst du erstmal nicht. Panzerschwert. Ja, brauchst du einen Scheiß nicht. Haben wir noch ein Heilmittel für Sohn? Haben wir Sohn sein letztes eigentlich gelassen? So. Gatti braucht auch eins. Obwohl ich eigentlich bezweifle, dass er es braucht. Ich gebe ihm mal wieder seine Meisterlanze, dann freut er sich wieder noch im Bauch. So, brauchst du noch irgendwas Tolles? Irgendwas Geiles? Ein Stabaxt. Und ein Heilmittel. Ich kann sagen. Ja, das nächste Heilmittel musst du aber kaufen. Ich hab ne Axt. Na, wie schön, dass es hier so viele Laguts noch gibt, dass man eine Lagutsbracht braucht. Ist der schon mal... Oh, sie kann einen Kriegerbogen führen. Nice! Ja, ich gebe trotzdem mal mit. Wenigstens kann sie mittlerweile auch Lagutsbögen führen. Das ist auch schon mal eine Menge wert. Jupp. So, dann sind wir auch schon aufbruchsbereit. Fuck, ich habe mir meinen Timer nicht gestellt. Oh, ja, dann können wir uns jetzt so langsam ins Kapitel schmeißen. Huah! Schmeißangriff! Malardark! Prinzessin Alincia! Was? Ich habe neue Klamotten gekauft und das Pferd. Das hat mir so ein komischer Bimbo gegeben. Was geht hier vor? Warum seid ihr so angezogen? Ich habe vor, mich im Kampf zu beteiligen. Ist das ein Pegasus? Wo habt ihr den her? Er gehörte meiner Urgroßmutter. Es macht mich ein bisschen nervös, ihn reiten zu müssen, aber ich werde es trotzdem versuchen. Ich weiß euer Vorhaben zu schätzen, aber eure Getreuen werden das niemals erlauben. Oder doch? Was das angeht. Habt ihr denen zugestimmt, Joffrey? Wo auch immer du bist. Nein, ich persönlich bin dagegen, aber sie ist die Prinzessin. Und wenn das ihr Wunsch ist, kann ich nichts dagegen machen. Bevor sie in das Haus Krimäa einheiratete, war die Urgroßmutter der Prinzessin ein Pegasus-Ritter aus Benion von gutem Ruf. Prinzessin Alincia selbst ist ausgebildet im Reiten und im Schwertkampf. Bereits als Kind erhielt sie die Erlaubnis zu trainieren, für den Fall, dass es notwendig sein sollte, zu kämpfen. Ah, da ist wieder schon wieder da. Sette Pegasus und Anifab. All die Schätze unseres Hauses Krimäa sind wunderschön. Sie wurden von Angst getrieben, unsere Augen wären niemals in der Lage, diese Schätze in angemessenen Rat zu schauen. Oh, verdammt. Oh, Böse, helft mir. Die rechten Worte wollen sich nicht finden, Gott sei Dank. Schaut dieses Licht, welches die Sonne erblassen lässt. Ich wünschte, ich würde die Schnauze halten. Unsere Prinzessin ist so wunderschön und nuschen und angemessen, weil sie gibt unseren Anlass Mut, Liebe und Kraft. Mein Gott, ich stehe ja schon hier. Ich bin überrascht, dass ihr es geschafft habt, eine Rüstung und ein fliegendes Pferd vor den Dahin zu verstecken. Das hab ich schon doch klar. Prinz Rennig hat vorausgeblickt und in die Zeit, oh Gott, ich kann nicht mehr lesen, und deine Prinzessin das brauchen würde. Und hat uns gebeten, beides außerhalb des Palastes zu bemerken. Prinz Rennigs Gedanken waren stets bei der Prinzessin, selbst in dem Moment, wo ich mein Textwerte-Skript von Wissen nicht weiterlesen konnte. Ich wollte ein bisschen Text sparen. Sehr ehrlich zu diesem Herzen und lebe das Leben, wie es geliebt werden will. Das waren die letzten Worte für sie. Ach ja, mein Lord Onkel, what the, war immer ein sehr offener Mann, der mich am besten verstanden hat, trotzdem gequietsche. Doch wenn ich diese Kleidung trage, habe ich keinerlei Erfahrung und erwarte auch nicht, so gut zu kämpfen zu können wie der Rest von euch. Ja klar, stürzt sie den Tod. Aber ewig im Hintergrund zu warten, zur Untätigkeit verdammt zu sein, dies erfüllte mein Herz mit so viel Ungemacht, dass ich befürchtete, es würde bersten. Selbst wenn ich nicht kämpfen kann, so kann ich doch mit einem Stab umgehen. Und die Wunden heilen. Gott, das hat jetzt komisch angehört.
Und wenn ich nur einen einzigen Soldat euch retten kann, würde es die Welt für mich bedeuten. Punkt. Bitte, Neulandort, ich verspreche dir, Befehlen zu folgen und den Gefahren so gut es nur möglich ist. Und... Alter Mädchen, du redest aber hoch zu viel, wenn der Tag lang ist. Sag ich doch, die ist voll schlimm, die Frau. Ich brauche meinen Tee. Lord Ike, wir übernehmen die Verantwortung, werden auf die Prinzessin aufpassen, auch wenn wir gar nicht in den Kämpfen teilnehmen. Es ist ihr Herzenswunsch. Es steht mir nicht zu, es ihr zu erlauben oder nicht zu erlauben. Sie ist meine Auftraggeberin. Und wenn es das ist, was die Prinzessin wünscht, dann bleibt mir nur zu gehorchen. Aber Junge. Seid bitte vorsichtig. Oh, ich danke euch sehr. Lasst uns zur Festung gehen, wie die Sonne der Dunkelheit begegnet. What the fuck? Linz erkämpft und es wird Krimäas Tag. Das ist so geil. Da sind wir auch schon. Und wir dürfen jede Menge Leute mitnehmen. Das ist eins meiner absoluten Lieblingskapitel. Wow. Hallo, Bertram. Festung Pinel. Das steht Zucker. Ike, da sind mehr feindliche Soldaten, als wir erwartet haben. Von dem, was ich von hier sehen kann, sind es doppelt so viele wie wir. Ah ja, wir müssen davon ausgehen, dass sich die in der Festung noch mehr Truppen aufhalten. Das wird ein langer Kampf werden. Selbst wenn sie 20 Mal mehr wären als wir. Wir müssen sie überwältigen. In diesem Krieg kann es keinen Rückzug geben. Tschüss, Titania. Gott sei Dank. So, mal gucken. Du bleibst da, du kommst mit. Du bleibst hier. So viele Optionen hast du eigentlich, ne? Nee, wir haben eigentlich so unser Team. Also da kommen wir... Mit dem Reis. Also ich bin nach... Wir in die Murahim. Und hier kleine Liliane auf Level 6 gefundenes Fressen für alle. Ja, ich lasse die mal da. Das reicht so. Boah. Ich meine, ich hab dann lieber ein bisschen mehr... Ein bisschen weniger gute als... Ein bisschen mehr EP für einige und weniger mit als so, wollte ich eigentlich sagen. Achso. Ey, Position bitte. Nimm Position gefälligst an, ihr Saftsäcke. Company, Saftsackhaltung. Und ich wollte Items. Links, ja. Fort. Wow. Ich gebe dir eine... Das ist aber eine Bahn. Mir nichts Besseres einfällt. Gehen wir nochmal zur Basis. Vielleicht können wir dir noch was Hübscheres kaufen. Das wird da... Ja, genau. Heilung. Ich weiß nämlich rein zufällig, dass hier ein Schlafmagier ist. Schlafmagier. Ihr wisst, was ich meine. Hey, der Magier schläft. Oh nein, sein Schnarchen wird uns alle umbrechen. Nein. Das Schnarchen des Todes. Des Todes. Ich wollte es mal gesagt haben für diejenigen, die schwerhörig sind. So, sag Zeit. Zeit sagt 18. Das passt doch. Dann cutten wir uns den Pangolin im nächsten Part mit dem Kapitel an. Was hältst du davon? Ja, sehr schön. Gut, also bis zum nächsten Part, Leute.